Herzlich willkommen bei Reiseexperte on Tour. Ich befinde mich nun in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan und zeige Ihnen nun das Hotel Gran Palladium Riviera Maya. Das Hotel liegt an einem der schönsten Küstenabschnitte der Riviera Maya zwischen Tulum und Playa del Carmen. Das Gran Palladium Riviera Maya besteht eigentlich aus 4 Hotels. Allerdings kann man alle Einrichtungen gemeinsam nutzen. Für die weiten Wege haben Sie die Wahl. Es gibt einen kleinen Zug, der von Lobby zu Lobby fährt und Elektroautos, die sich innerhalb der jeweiligen Hotels bewegen und sogar eine kleine Fähre, die in den Kanälen rund um das White Sand und Riviera fährt. Wir fahren nur so zum Spaß eine Runde mit. Die meiste Zeit bewegen wir uns zu Fuß durch das Hotel, denn die Wege sind wirklich schön, teilweise überdacht und schattig. Oftmals spaziert man mitten durch die Mangrovenwälder und hat gar nicht das Gefühl, dass man sich in einer 5-Sterne-All-Inclusive-Anlage befindet. Wir wohnen im White Sands, wobei sich die Hotels nur durch die Lage innerhalb des Resorts unterscheiden. Unser Zimmer ist groß und modern und verfügt sogar über eine Jacuzzi-Badewanne. Wer etwas Besonderes sucht, ist in den Mayan Suites mit Open-Air-Dusche und eigenem Kanu richtig aufgehoben. In der ganzen Anlage findet man außerdem Tiere wie die Flamingos, Nasenbären, Waschbären, Warane und sogar ein Krokodilgehege gibt es. Es gibt 6 Pools und man braucht wirklich keine Sorge zu haben, dass man keinen freien Liegestuhl ergattert. 2 der Pools haben eine Swim-Up-Bar und 2 sind Adults Only. Auch Kinder und Familien sind hier gut aufgehoben. Es gibt altersgemäße Kinderprogramme für Kinder und Jugendliche von 1 bis 19 Jahren. Einer der Pools ist stets mit frischem Meerwasser gefüllt. Verhungern wird man im Gran Palladium Riviera Maya sicherlich auch nicht. Es gibt 3 Buffets und 9 à la carte Restaurants. Wir besuchen während unserem Urlaub jeden Tag ein anderes Restaurant. Pasta oder Pizza beim Italiener, Teppanyaki oder Sushi beim Japaner, wie wäre es mal mit einem Steak oder einem leckeren Burger oder ein frisches Curry beim Thailänder. Außerdem gibt es leckere Tapas beim Spanier oder natürlich gibt es auch einen Mexikaner mit typisch lokalen Gerichten. Ein weiteres Highlight ist das Fischrestaurant, welches direkt am Strand liegt. Jeden Tag werden abwechslungsreiche hoteleigene Shows aufgeführt. Es gibt bis zu 3 Shows täglich. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Lassen Sie doch gerne ein kostenloses Abo da und stöbern meinen anderen Reiseexperten-Videos. Für Fragen und Buchungen erreichen Sie mich im First Reisebüro in Berlin. Und wenn Sie mehr über meinen Aufenthalt an der Riviera Maya erfahren möchten, schauen Sie sich hier mein anderes Video dazu an. Mein Name ist Jennifer Koriat aus Ihrem First Reisebüro in Berlin-Steglitz.